Große Gefahren. Prioritäten. Ja, ich will auf jeden Fall in Camp Bumsen, da wäre geil, weißt du. Mhm. Und unsere Lieblinge bereiten sich vor. Und dann werde ich hier zurückkommen. Dann können sich alle so warm anziehen. Alter, so noch viel mehr gibt es in der zweiten Folge von Die Couple Challenge. Woo! Ja, Leute, die letzte Folge endet ja damit, dass die Couples gerade eine Challenge bestreiten in der Couple Challenge. Wie verrückt ist das denn? Und Marc und Christina haben gerade gestartet und sind halt noch voll dabei. Und da gucken wir mal zu. Was kann mir schon geschehen? Also, wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, würde ich mal ganz kurz behaupten, dass Team Spirit von der letzten Couple Challenge ein bisschen Spirit in den Camp gelassen hat. Und Christine hat das erstmal jetzt gegrabt und ist ein neues Team Spirit. Ich will A sagen. Ich würde B sagen. Cedric, B. Wir entscheiden uns für B. Ich würde A sagen. Ja, aber wir entscheiden uns jetzt für B. B war aber auch richtig. Cedric ist ein Toyboy anscheinend. Als Waldet und Vadrina dann auch noch später darüber laufen mussten, wurde es bei denen dann aber auch noch mal richtig schön, weil man da merkt, die sind ein richtiges Team. Warte, Schatz. Das war zu viel. Nein, alles gut. Warte, Schatz. Nur ein kleines Schritt. Schatz, du musst dich nach mir richten. Ich bin hier da oben. Nein, geht schon. Läuft. Hier unten ist alles super. Wir machen weiter. Wow. Aber er hat welche dabei. Ich habe ja eine Fabio von ihm hat welche dabei. Ich habe vorhin eine von ihm geraucht. Ach so. Und trotzdem waren sie sich noch kurz unsicher. Wer würde dann keine Zigaretten teilen? Fabio, der Nichtraucher, der welche mit hat und der schon geteilt hat? Oder Christine? Hm. Aber sie sind noch auf Christine gekommen. Aber Leute, es wird langsam spannender. Du gehst. Ich kotze gleich, Alter. Das ist egal, dann kotz auf mich, egal. Ich würde mal sagen, Fetisch detected. Genau. Bitte schnell! Oh mein Gott, sie fällt gleich, sagt irgendeinen Namen. Und sie haben es auch noch richtig gelöst. Und dann ist sie darunter gefallen. Auf der letzten Sekunde. Das war so spannend, Leute, ihr glaubt es nicht. Naja, und jetzt noch das letzte Team dran. Und Malisa und Fabio dürfen Fragen beantworten, während Easy und der Typ von Easy darüber stolzieren. Hast du es alle geschafft, ey? Eigentlich alle haben es geschafft, ne? Alle. Krass. Keiner ist runtergefallen. Scheiße, Mann. Nur ihr habt versagt. Aber sie waren halt auch das erste Team und wussten noch nicht genau, wie es ging. Das muss man halt zur Verteidigung weiter sagen. Aber sie haben versagt. Easy, die ist wie so eine Kerze, einfach gerade darüber marschiert. So bang, ich glaube, die hat gar nicht dieses Ding gebraucht. Ja, da denkt man sich doch auch so. Die Couple-Challenge gewinnen wir mit so einer Konkurrenz. Halleluja. Der hatte bereits verlaufenden Kamerasex. Ach du Scheiße. Dieser Moment, wenn man sich die beiden nochmal anguckt und sich denkt, wer von beiden ist es? Wer von beiden ist es? Man sieht sie doch bestimmt an. Treue Trash-TV-Fans wissen allerdings, es war Christine gewesen bei der Are You The One-Staffel. Von daher, hey, die haben es auch gewusst. Naja, die Challenge ist allerdings vorbei. Das meiste Geld haben tatsächlich Malisa und Fabio verloren. Das ist nicht so schön. Mir geht's leider nicht so gut. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mir geht's auch nicht so gut. Es ist halt kein schönes Gefühl. Mir geht's nicht so gut. Ich weiß jetzt nicht, wie du dich damit fühlst, dass wir komplett versagt haben. Kannst du jetzt auch mal ganz kurz erzählen? Ja, das war jetzt furchtbar überraschend, dass Malisa nicht Freudensaldos gemacht hat. Gelustert, so raus. Wer am nächsten Tag gelust hat, auch raus. Ja, eigentlich so. Weil dann können wir uns zum Glück nehmen, wie die Axt im Walde, komplett ausrasten. Wenn die anderen schlechter sind, bleiben wir dabei. Das ist ein guter Plan. Ich glaube, die anderen werden es nicht so sehen. Von diesen 3000 Euro, 2000 Euro... Verkackt. Und die haben da jetzt sogar Loser-Couple drunter stehen. Nicht nur, dass du selber weißt, du hast versagt. Du hast dein Bild mit Text, dass du weißt, du hast versagt. Dankeschön, voll toll. Oha. Loser, schreiben wir mit Doppel-O, Leider nein. Leute, ich muss zugeben, in der Sekunde, als er es auch gesagt hat, habe ich mich schon im Camp stehen sehen. So, Fabio, nee, sag's lieber nicht im Fernsehen. Das macht es nur peinlicher. Lass es lieber. Ich erwarte nichts. Und bin dennoch enttäuscht. Naja, und da die erste Challenge geschafft ist, müssen die Kandidaten jetzt schon an das nächste denken, nämlich das Raus-Voting. Und da haben schon die ersten Pläne geschmiedet. Den ich nicht mag, den nominiere ich. Ist tatsächlich auch der einfachste Weg. Ich meine, zwar hast du dann vielleicht stärkere Konkurrenten im Finale, aber der Weg dahin ist so viel entspannter. Aber jetzt erstmal genug damit. Die Kandidaten müssen sich auch mal ein bisschen stärken. Die Challenge war auch anstrengend. Essen ja alle die Sandwiches und danach kochen wir. Ich werde auf jeden Fall kochen heute. Wir essen erstmal Sandwiches. Und Valentina so, voll der gute Plan, machen wir. Sie war also auch schon bereit. Allerdings haben Valentina und Christine auch schon gemerkt, dass sie jetzt nicht nur direkt anecken können, sondern sie müssen Kontakte knüpfen. Die anderen müssen sie auch mal mögen, weil... Das ist eine Sendung, da kann man rausgewählt werden, wenn man scheiße ist. Wenn man zusammen trainieren geht, finde ich voll safe, geil. Safe, viel, viel leichter. Ja, macht voll Spaß. Und die beiden haben jetzt ein flüssiges Gespräch über Sport. Ja, das sieht sehr natürlich aus. Die beiden haben sich aber auch sehr gut verstanden, obwohl Cedric ja in der Beziehung mit The Brain Gina ist. Allerdings, hey, die haben halt Gemeinsamkeiten. Ich versuche nur, Freunde zu gewinnen. Wir sind ja hier auch, um Freunde zu gewinnen. Habe ich ja schon immer gesagt. Nein, eigentlich nicht. Und Ginas Blick ist auch einfach nur, ja,
Find doch mal andere Freunde außer die, bitte. Dann natürlich aber auch die Nacht nähert und alle Angst im Dunkeln haben, möchte Gina dann ein Lagerfeuer anzünden. Sie haben dafür alles da, Holz, Feuerzeug und so weiter und so fort und sie legt los. Ich versuch das mit dem Feuerzeug so lange, bis es leer ist. Sie steht da einfach wirklich mit einem dicken, fetten Ast und will es mit einem kleinen Mini-Feuerzeug anmachen. So funktioniert das nicht. Und stellt euch mal vor, irgendwann ist das Feuerzeug leer und dann kommt jemand an mit einem Plan und er kann das nicht mehr anmachen, weil das Feuerzeug leer ist. Danke, Gina. Danke, The Brain. Das Witzige ist, auch in den Abendstunden haben Valentina und Cedric noch nicht aufgehört, miteinander zu reden. Also die quatschen nur noch. Und das fällt dann auch schon anderen Leuten auf. Wenn ich du wäre, wüsste ich. Ja. Die beiden haben sich eine Menge zu erzählen. Und es ist auch gar nicht awkward, wenn so eine Dreier-Mädelsgruppe genau gegenüber sitzt und dich anstarrt, oder? So gar nicht. Weil er steht auf Blonde. Sie hat einen krassen Background. Die haben du bist doch awkward. Ja, das ja. Ich hab nicht diesen Körper gesehen. Was macht sich denn da gerade für große Sorgen? Wir sind hier doch gerade nicht in einer Billig-Dating-Sendung. Ich meine, sie ist mit ihm zusammen und nur weil sie gut aussieht, ist sie doch nicht automatisch die Konkurrenz. Es kommt doch auf die inneren Werte an. Oder nicht? Egal, viele Kandidaten wollen sich dieses ganze Drama nicht antun. Während Tim schon am Häkeln ist, hat Babsi dann auch noch was ganz Wichtiges zu sagen. Ey, weh, hier hat einer Sex im Raum, wenn wir hier alle sind. Ja, ehrlich. Quatsch, hier wird doch niemand würde es doch wollen, oder? Oder, Fabio? Ja, ich will auf jeden Fall in Camp bumsen, na, wäre geil, weißt du? Wäre der Hammer. Fabio begründet das auch noch perfekt mit den Worten: Hey, wann kannst du denn wieder mal in der Couple Challenge miteinander vögeln? Nie wieder, das ist unsere einzige Chance. Und deswegen muss er sie anscheinend ergreifen. Allerdings verschont er uns zum Glück noch damit und ich hoffe weiter, dass Malisa da eine treibende Kraft ist, dass wir lange davon verschont bleiben werden. Und dann gucken wir nochmal nach draußen, weil da hat das Gespräch von Valentin und Cedric immer noch nicht aufgehört. Die negativ denken von dir, die sind entweder neidisch und zufrieden genau, mit sich selbst. Und die kannst du, egal was du sagst, die kannst du dich vom Positiven überzeugen. Genau. Was ist das denn für eine weirde Einstellung? Wenn jemand schlecht von jemand anderem denkt, ist man doch nicht automatisch neidisch oder unzufrieden mit sich selbst, weil vielleicht ist die andere Person doch einfach scheiße. Und jetzt sind wir mal ehrlich, das ist im Trash-TV nicht gerade selten. Jedem fällt es gerade auf. Alter. Ja, ich weiß nicht, wie die Alte tickt, Alter. Du, das kann ich dir auch nicht sagen. Ich bin zwar hier jetzt befreundetes Couple mit ihr, aber ich kenne die auch nicht so wirklich. Das war auch mal ein interessantes Outing, ne? Ach scheiße, ich hab voll vergessen, dass du hier mit ihrem Couple bist. Ich will über sie reden. Das hat nichts damit zu tun. Aber auf Girl, lässt er ruhig, ich kann sie auch nicht leiden, oder was? Also ja, Christine kann sich voll gut mit Gina jetzt unterhalten. Was witzig ist, da Christine angemerkt hat, dass sie voll mit Gina wahrscheinlich irgendwann Probleme haben wird, aber das ist dann scheinbar doch nicht der Fall. Und jetzt lässt dann sie. Valentina zu sprechen war, kam sogar eher so rüber, als ja, hätte sie gar nicht vielleicht so die krasse Base mit ihr. Oh mein Gott, haben die also wirklich einfach nur eine Fake-Freundschaft für diese Sendung, um daran gemeinsam teilzunehmen, weil sie kein Couple in ihrem Leben haben, mit dem sie dort teilnehmen können? Wie überraschend. Werden wir morgen gehen. Meinst du? Mhm. Hä, was redest du? Warum? Wie kommst du jetzt darauf, hä? Ja, Valentina, nicht nur, weil euch wahrscheinlich nie jemand leiden kann, sondern auch, weil du halt rumgeflirtet hast. Das finden die anderen nicht gut. Das verurteilt hier jeder. Jeder hat das gesehen. Sie hassen euch. Wenn die uns morgen deswegen nominieren, ich raste richtig aus. Ich raste erstmal richtig aus. Ich glaube, das ist Valentinas Plan für alles im Leben. Also wenn das jetzt passiert, erstmal raste ich aus. Dann beruhigen wir uns ein bisschen, raste ich nochmal aus und dann gucken wir, wie wir weitermachen. So, ich muss heute einkaufen gehen. Erstmal raste ich aus. Exit-Challenge richtig ficken und dann werde ich hier zurückkommen. Dann können sich alle so warm anziehen. Wieso sagt sie es in jeder Sendung immer, alle können sich hier warm anziehen, wenn man mir auf den Piss geht? Und man denkt sich so, Valentina, wenn du immer in jeder Konstellation aneckst und Probleme mit Menschen hast, warum glaubst du nie, dass du das Problem bist? Und warum glaubst du, dass sich andere davon einschüchtern lassen, wenn sie dich eh nicht leiden können? Weißt du, was ich zu dir angeschrieben habe damals? Was? Das weiß ich nicht noch. Von was? Angeschrieben? Weiß ich nicht. Höchstwahrscheinlich nicht, weil sonst wäre das Drama schon riesig, riesig groß. Aber mein Gott, Valentina gräbt auch überall rum, wo sie jemanden finden könnte, oder? Naja, aber vielleicht ist Valentinas Taktik auch einfach, Paare auseinanderzubringen, weil so könnte man auch gewinnen. Und das klappt da schon ganz gut. Ja, dann hör auf, dich rauszureden die ganze Zeit. Dann lass es. Tu es nicht. Ich habe nur gesagt, ich habe mich gut mit dir verstanden. Ja, aber du darfst nicht mit dir reden. Hast du es nicht verstanden? Okay, da ist Drama. Warum machst du, wenn du weißt, dass es mich ärgert? Warum ich wusste machst nicht, dass es dich ärgert. Luca, ich hab dir doch die ganze Zeit Zeichen gegeben, dass es mich abfuckt, dass du die ganze Zeit mit der bist. Ich hab dich nämlich angestarrt und manchmal die Augen verdreht. Wie kannst du nur? Ich meine, Klartext reden wäre auch ganz gut. Ich meine, man kann den ja mal kurz beiseite nehmen und sagen, hey, ist denn jetzt auch genug? Aber nein. Nein, deine Mini-Zeichen, die sollten auch reichen. Ich vertraue dir. Schatz, ich vertraue dir auch, aber ich weiß doch nicht, wie die Alte tickt.
ist es nicht vollkommen egal, wie die andere Person tickt, wenn du deinem Partner vertraust, weil dann macht er nichts, egal was die andere Person tut. Außer wenn irgendein Besser im Spiel ist, dann vielleicht nicht, aber sonst schon. Egal Leute, die gehen jetzt erstmal alle schlafen und am nächsten Tag ist das auch erstmal wieder vergessen und alle können sich erholt ins Campleben stürzen. Genau der Balken hier davor, dass ich wirklich nichts will. Das ist unglaublich, du Ferkel. Ist so, Fabio duscht gerne nackt, so ein Ferkel. Was redest du da? Aber Leute, das, was wir vermutet haben, steht auch heute schon an, die Nominierungen. Und alle sind so zittrig, außer Christine. Sie ist positiv gestimmt. Viele sind sehr positiv überrascht von uns, uns jetzt persönlich kennenzulernen. Und jetzt, wo die uns ein bisschen besser kennenlernen, sind die positiv überrascht. Wahrscheinlich sind wir immer noch die Letzten, aber sie waren positiv überrascht. Sag du. Nee, du. Sag du. Nee, sag du. Nee, sag du das. Oh mein Gott, sag ich halt. Die haben sich für Valentina und Christine entschieden. Fertig. Was für ein Terz. Das Witzige ist nur, Marisa und Fabio waren die ganze Folge über besorgt, weil die ja so viel Geld verloren haben und am schlechtesten waren, dass sie rausgewählt werden. Und deren Idee ist, wir nominieren einfach den schwächsten Konkurrenten. Wir haben uns für Marco und Christina entschieden. Okay, danke, dass ihr uns für die größten Loser mit euch haltet. Geil. Fällt unsere Entscheidung heute auf Walli und Walli. Beide. Das habe ich auch geliebt. Alle immer so, es tut uns leid, dass wir euch nominieren müssen. Und Valentina so, wir nominieren die, ciao. Und ich meine, die haben richtig schnell reagiert, ne? Das sind wir. Wow. Die Begründung da übrigens war von Valentina und Christine, weil sie mit denen am wenigsten zu tun hatten und kein Connection hatten. Wir merken uns das mal für später. Unsere Wahl fällt heute auf Valentina und Christine. Oh mein Gott, und dabei sind die doch so sympathisch gewesen. Jetzt haben die schon zwei Stimmen. Und witzigerweise haben die auch gemeint, von denen kriegen sie wahrscheinlich gar keine Stimme ab, weil die sich so gut verstehen. Also mir war es klar, für mich ist das einfach nur Neid. Digga, wenn du schon sowas sagst, sie will den Mann ausspannen, du hast kein Selbstbewusstsein, du bist neidisch auf mich. Liebst du dich nicht selbst? What the fuck? Was redet sie da? Was ist? Vielleicht mag sie dich einfach nicht. Oder alle anderen mehr, was auch nicht unwahrscheinlich ist. Wir haben uns leider für Chrissy und Valentina entschieden. Noch eine Stimme. Mann, wie kommt es nur? Es ist so überraschend. Die drei Kreuze, die da jetzt stehen, ist wegen Vorurteilen. Nee, wir haben euch kennengelernt und nicht gemocht. Ich meine, selbst wenn es ein Vorurteil ist, was willst du am zweiten Tag machen? Also, ne, wenn du die anderen mehr magst, magst du die anderen mehr. Und mit den anderen haben wir halt eher ein Gespräch gehabt, dann haben wir halt euch gewählt. So sieht's aus. Ja, es gibt halt Mitläufer oder es gibt halt Leute, die haben halt eine Meinung. Die haben bei den beiden genau das Gleiche gesagt. Die haben gesagt, ihr habt mit euch kein Gespräch geführt, wir nominieren euch. Und wenn sie das auch tun, ihr seid so Mitläufer, deswegen habt ihr uns nominiert. What the fuck? Denken die Erdis selber? Naja, und das Witzige ist, die beiden streiten ja sowieso immer gerne und rasten aus in den Talkboxen. Und das können sie jetzt zusammen machen. Ich habe das sofort gemerkt, wo ich reinkomme. Das ist richtig lecker, das sieht man in den Augen. So, definitiv. Also Julian auch. Alter, der, ja, ja. Oh, ja. Hab ich auch in Ich werde richtig sauer, ne? Ja, ich bin auch außer mir. Aber immerhin Gina und Cedric halten noch zu Valentina und Christine, weil warum auch immer, obwohl die eigentlich das ganze Problem mit ausgelöst haben, ist ja auch egal. Sie nehmen jemand anders. Nominieren wir Walle und Waldi. Und wir dürfen sehen, wie die beiden gegen Christine und Valentina nächste Folge in der Exchange antreten werden. Aber jetzt ist wieder natürlich Drama. Die Gruppe ist natürlich gespalten, weil alle hassen Valentina und Christine. So, haben die das denn mitbekommen? Ja. Essenphase! Nein, ich habe jetzt nicht mehr die Freunde hier zu sitzen, auf Gruppenharmonie zu tun, weil es ist für mich keine Gruppenharmonie genau. mehr. Genau. Die ganze Gruppe mag uns nicht. Es ist hier keine Gruppenharmonie mehr. Gell, das ist jedes Mal so, wenn du irgendwo bist. Denkst du? Wir hatten das schon. Lassen wir das. Es gibt noch eine kleine Überraschung. Was wir lieben, ist es, die Überraschung zu sein. Es kommt nämlich noch ein weiteres Couple einfach an. Wer sind die? Was können die? Keine Ahnung, wissen wir nicht. Das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Aber jetzt wissen wir, es kommt noch jemand irgendwie. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Hier können wir auf andere Sachen draufklicken. Also nicht wir, ihr könnt es gerne machen. Und dann sehen wir uns sonst beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.